Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stellaris. Wir sind in der 5. Episode angekommen und es ist ein Release-Termin für First Contact erschienen. Am 14. März soll das neue DLC für Stellaris erscheinen. Auf jeden Fall etwas, was ich spielen möchte. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich das spiele, lasst mir am besten ein Like und ein Abo da, damit ihr es nicht verpasst. Und ja, soll es erstmal mit den Neuigkeiten zu Stellaris gewesen sein. Ich würde sagen, wir spielen ja jetzt mal weiter. Ich würde sagen, wir haben jetzt das System Riak ja, mit einer Sternbasis versehen. Das heißt, wir können jetzt den Größe 20 Planeten hier kolonisieren. Und das werden wir auch tun. Wir schicken unsere Nep dahin, kolonisieren diesen Planeten. Und dann den Rek Prime. Ich denke, ich möchte ihn einfach nur Rek nennen. Da wir dort erstmal nur einen Planeten haben, den wir besiedeln. Und ja, viel mehr passiert ja gerade nicht. Ich kann mal auf Play drücken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Anomalie. Die können wir direkt erforschen. Ja. Hacking-Versuch vereitelt. Unser Team, das mit der Untersuchung der fremden Spezies mit der Bezeichnung Res Menes... Das ist immer noch hier oben, diese Res Menes, die haben wir immer noch nicht entdeckt. Jetzt schon seit bestimmt 3 Episoden am erforschen, wie wir mit denen reden können. Auf jeden Fall haben sie versucht, sich in unsere Computersysteme zu hacken. Aber wir konnten sie glücklicherweise abwehren, ehe sie ihren Zugang zu irgendwelchen sensiblen Informationen erhalten konnten. Feindliche Haltung hat viele innerhalb von Kemet sehr besorgt, was die potenzielle Bedrohung anbelangt, die von Res Menes ausgehen könnte. Ja, also, die sind genauso feindlich, wie wir sie einstufen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn wir endlich mit denen sprechen können. Wir haben eine neue verfügbare Tradition und da geht es jetzt im Wohlstand weiter. Die Frage ist nur, wann wir eine höhere Ressourcenposition von Spezialisten, was auch unsere Wissenschaftler betrifft. Das heißt, ich bin sehr angetan, das zu tun, damit wir mehr Wissenschaft haben. Weniger Unterhalt von Jobs, das ist auch nicht schlecht, aber brauchen wir nicht unbedingt. Weniger Baukosten, höhere Baugeschwindigkeit, sehr, sehr stark. Aber ich glaube, wir nehmen die Wissenschaft, beziehungsweise die Spezialisten-Ressourcenproduktion. Meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Sollte unsere Forschung, sagen wir mal, ungefähr um 7 Punkte insgesamt erhöhen, ist nicht schlecht. Und wenn wir dieses System hier holen und uns 18 Soziologieforschung holen, dann, was dieses Schiff direkt tut, nachdem wir hier die Bergbaustation gebaut haben, dann sieht es für unsere Sozialforschung auch plötzlich ganz, ganz gut aus wieder. Dann ist sie nicht mehr abgehängt, sondern ist dann genauso stark, beziehungsweise unsere stärkste Forschung. Und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg, was Forschung angeht. Und wir haben ein neues Res-Menes-Ereignis hier. Wir haben die Sprache entschlüsselt, endlich! Es ist uns gelungen, genug von der Sprache zu entschlüsseln, die von jeder Zivilisation genutzt wird, von der wir heute wissen, dass sie sich selbst Urukai nennt. Und wir können nun mit ihr kommunizieren. Außerdem verstehen wir nun den Sinn hinter ihren anfänglichen Übertragungen. Es scheint, dass die Orks, die wir, wie wir vermutet haben, eine kriegerische Gesellschaft sind und uns mit ihrem furchterregenden Kriegsschrei begrüßt haben, um unseren Mut auf die Probe zu stellen. Glücklicherweise haben wir mit unserer Antwort den Test bestanden und wir haben es offenbar geschafft, um uns ihren Respekt zu verdienen. Dies scheint sogar so weit zu gehen, dass sie uns für die zweitbesten Krieger nach ihnen selbst halten. Sehr, sehr spannend, dass wir die Urukai getroffen haben, auch eins von meinen selbst erstellten Spezies. Und wir erhalten jetzt 15% diplomatische Bedeutung, mehr Einfluss. Die Meinung der Urukai ist sehr positiv uns gegenüber. Und vielleicht sind wir gar nicht so feindlich denen gegenüber gesehen. Ich meine, wir sind xenophob, aber gleichzeitig sehen sie halt sehr menschenähnlich aus. Sie sind jetzt irgendwie keine Vögel oder sowas, es sind halt einfach nur sozusagen grüne Menschen mit großen Zähnen. Das ist jetzt die Frage. Wir könnten spiritualistisch, wir könnten... Sie sind autoritär, militaristisch und materialistisch. Materialistisch passt natürlich gar nicht zu unserer spiritualistischen Sache. Autoritär passt schon sehr gut zu uns. Ich glaube, ich hätte schon Interesse, dass wir vielleicht eine positive Beziehung erstmal mit denen aufbauen. Aber Roleplay-technisch wird es auch passen, wenn wir sagen, kommt es nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Und wir könnten leichter Spionagenetze bei denen bauen. Ich glaube, wir machen es erstmal auf die freundliche Art und Weise, aber wir sind eigentlich nicht freundlich. Aber wir sind ja sehr schlau. Und die Menschen sind sehr gut darin, zu verbergen, was sie wirklich wollen. Und da haben wir jetzt auch das erste Alien-Aufeinandertreffen-Event.
Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf fremdes, intelligentes Leben getroffen sind, hat unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Durchgesichertes Bildmaterial dieser bizarren Kreaturen breitet sich durch die Medienkanäle überall in Kemet aus, was viele Bürger mit Panik erfüllt hat. Aus mehreren Städten auf Erde sind Krawalle gemeldet worden. Die merkwürdigen Xenos scheinen ein technologisches Niveau erreicht zu haben, das mit unserem verglichen werden kann. Und sie haben den Raumflug definitiv schon entdeckt. Wir wissen nicht, ob sie unsere große Spezies mit Angst, Hass oder kalter Gleichgültigkeit betrachten. Wir sollten das Schlimmste annehmen. Ja, wir gehen da vorsichtig ran. Mich würde jetzt sehr interessieren, wo die Uukai genau wohnen. Ist das ja jetzt schon wirklich deren Reich? Haben sie hier schon einen Planeten besiedelt? Ich muss gleich mal auf Play drücken. Dann sollte sich das... Ja, hier. Wenn wir nicht unbedingt diesen Planeten hier haben, den lassen wir nicht wegnehmen. Den Größe 17 Savannenweltplaneten. Also in diese Richtung könnten wir uns dann hier noch weiter ausbreiten. Ich sollte versuchen, hier eine Alpinwelt und eine tote Welt... Die sind ja noch sehr, sehr winzig von ihrer Reichsausbreitung her, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Angespannte Beziehung, ja. Wir könnten eine Botschaft etablieren, das sollten wir mal tun. Und dann sollten wir mal... Ich denke, wir könnten versuchen, unsere Beziehung zu verbessern. Aber gleichzeitig bauen wir ein Spionagenetzwerk auf, weil sonst hat unser anderer Typ eh nichts zu tun. Also ja, wir sind wie die Menschen so sind. Nach außen freundlich, aber im Hintergrund bauen wir so ein kleines bisschen Spionagenetzwerk auf. Das kann ja nicht schaden. Ja, auf jeden Fall interessant. Wir haben Uukai direkt an unseren Grenzen ein militaristisches, materialistisches Reich. Gut, dass wir unsere Flotte auf jeden Fall schon ausgebaut haben, aufgrund des Temple of Unity, gegen den wir schon häufiger gekämpft haben. Damit sind wir ein bisschen vorbereitet. Wir müssen unsere Flotte auf jeden Fall weiter ausbauen. Das werde ich auch in Zukunft noch im Auge behalten. Aber erstmal brauchen wir unsere Legierung auf jeden Fall, um möglichst schnell Sternbasen in diese Richtung zu bauen, um sie möglichst davon abzuhalten, hier entlang zu kommen. Ich glaube, was ich noch machen möchte, ist die Grenzen schließen. Ah, die Grenzen sind geschlossen. Sehr gut. Nicht, dass sie hier noch durch unsere Systeme durchkommen und dann im Hintergrund irgendwas besiedeln. Das möchte ich möglichst verhindern. Und ich möchte unbedingt, ich glaube sogar noch, bevor wir hier hingehen, dann hier hingehen. Also bau du erstmal hier deine Sternbasis zu Ende. Und dann kannst du dich hier hin bewegen. Und dann bauen wir hier direkt hin. Dann haben wir auch die archäologische Stärke des merkwürdigen Asteroiden noch. Und ich hoffe, wir kommen hier schnell genug lang, bevor die sich ausbreiten können, dass wir hier deren Weg sozusagen dicht machen können. Aber das sehen wir alles in der Zukunft. Aber es war auch schon mal sehr, sehr spannend, was wir jetzt hier gerade entdeckt haben, dass wir einen sehr militärisch geprägten Nachbarn haben. Und ich muss mich darum kümmern, dass wir hier ein bisschen mehr Konsumgüter haben. Kaufe ich einmal oder kaufe ich monatlich? Ich glaube, ich kaufe monatlich. Ich werde mir jetzt hier 5 Konsumgüter kaufen. Und das raue Erwachen hat zwar einen Arbeitslosen, aber der wird demnächst in der Aufstiegskammer eingestellt. Und noch demnächst wird er nach IPS Kielja geschickt, damit hier Menschen wachsen können. Also es sieht alles sehr, sehr gut aus. Das soll sich gleich in Luft auflösen. Unser Spionagenetz hat sich etabliert auf dem Planeten. Wie heißt der? Wie heißt euer Planet? Wo ist euer Planet? Auf Formori. Sie haben schon 36 Pops. Mal gucken, was haben wir? Auf unserer Hauptstadt 35. Ah, ich glaube, wir sind wirtschaftlich gesehen stärker als sie. Ich bin wirklich gespannt. Sie sind noch nicht so wirklich ausgebreitet. Was ist da passiert bei denen? Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier irgendwas ist, was ich noch nicht weiß. Und wir haben ein Spezialprojekt abgeschlossen. Hier passiert so viel gerade, das ist ja unglaublich. Ganz ohne, dass ich irgendwas cutten muss. Das Schiff im Orbit von irgendwas war nicht verlassen. Die Besatzung ist zwar am Leben, aber es geht ihr nicht gut, da sie unter dem Einfluss einer noch unbekannten Art von Hirnparasit steht. Mit Hilfe unserer Wissenschaftler wäre es ein leichtes, sie zu heilen. Ich meine, wir sind neugierig, aber gleichzeitig sind wir xenophob. Ich weiß nicht, wir sind fanatisch spiritualistisch und Hirnparasiten finde ich äußerst spannend. Zu sehen, wie es weitergeht, was passiert, wenn wir den Aliens helfen. Gleichzeitig sind wir xenophob. Das heißt, wir könnten die Aliens sterben lassen. Aber wir sind fanatisch spiritualistisch. Also glaube ich, dass unser spiritualistischer Glaube uns vielleicht mehr Neugier bringt, was die Hirnparasiten angeht, als dass wir xenophob sind und sie einfach sterben lassen. Ich werde ihnen mal helfen. An alien empire now speaks to us in the language of the divine.
Okay, wir haben eine Rivalität erklärt bekommen von den Urukai. Das heißt, unser anfänglicher Versuch, freundlich zu sein, würde ich sagen, ist gescheitert. Dann würde ich doch mal sagen, das können wir auch. Oder können wir nicht? Doch, Rivalität erklären. Damit erklären wir sie auch. Wir erhalten jetzt noch mehr Unity dadurch. Und was ich ganz vergessen habe, ist, wir wollten über die Fraktion zu sprechen. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich würde sagen, wir können ja direkt aufhören, Beziehungen zu verbessern. Kann ich jetzt meinen Gesandten abziehen? Kann ich gar nicht. Für die nächsten 328 Tage. Okay. Schade. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Rivalität mit Urukai. Und das bringt uns mehr Einfluss. Jetzt haben wir schon insgesamt 3,84 monatlichen Einfluss. Und dann haben wir noch Einigkeitsproduktion durch unsere Fraktion. Jetzt gehen wir mal ins Fraktionsfenster. Da kommt man auch wieder über diesen Reiter hier rein, über Fraktion oder indem man einfach hier auf die Fraktion klickt in dem Schnellauswahlfenster. Und wir haben zwei Fraktionen. Wir haben einmal die NAP Unity Block, geführt von unserem Pharao Chefrin, mit 94% Zustimmung. Das bringt Zufriedenheit von plus 10%. 16 Pops sind in dieser Fraktion, also schon ein Großteil unserer Bevölkerung. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir insgesamt? Insgesamt haben wir 25 NAP und 21 unserer Shabdi, also unserer Sklavenbevölkerung. Und ich glaube, nur die 25 NAP dürfen in Fraktionen. Ja genau, deswegen haben wir auch insgesamt 25 Pops, die hier verteilt sind. Weil unsere Sklaven natürlich nicht in Fraktionen dürfen. Wenn wir uns das auch nochmal angucken, hier in der Erde und der Bevölkerung. Kann ich jetzt hier auf die Pop raufklicken und hier sehen wir, wir sehen, wie man sieht hier Fraktionen keine und das ist bei allen Menschen so. Das liegt daran, dass sie Sklaven sind und Sklaven dürfen, soweit ich weiß, nicht in Fraktionen eintreten. Falls ihr da andere Meinung seid oder es besser wisst als ich, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich bin da gerne belehrbar. Aber die NAP dagegen sind in Fraktionen, die verteilen sich momentan auf zwei. Diese Nep-Pop hier ist ein Wissenschaftler und der ist in der Alliance des erhabenen Klerus. Und die gucken wir uns beide mal an. Also die größere Fraktion ist die Nep-Unity-Block. Und sie haben immer Forderungen und Unterstützung. Und wenn die Zustimmung hoch ist, dann ist deren Zufriedenheit gut. Und wenn deren Zufriedenheit gut ist, dann haben wir stabile Planeten. Sieht man hier auch. Und stabile Planeten sorgen dafür, dass man mehr Handelswert hat, mehr Ressourcen von Jobs. Also ein zufriedener, stabiler Planet ist besser als ein unzufriedener Planet. Das heißt, die Fraktionen sind schon relativ wichtig und gleichzeitig erzeugen sie auch noch Unity oder hier Einigkeit. Und zwar gar nicht mal so wenig, 10,65. Denn es werden hier 0,5 Basis produziert pro Pop in dieser Fraktion. Dann sind wir fanatisch spiritualistisch, nochmal 20% extra. Und der Pharao Chefrin ist ein Reformer, was dann auch nochmal wichtig wird. Er ist nämlich ein er ist ein Reformer und zu Hause im Himmel. Und Reformer ist in diesem Platz dann eben wichtig. Das heißt nochmal 10% extra auf die Einigkeitserzeugung. Und dann steht nochmal multipliziert um 16, das heißt der Basiswert plus die Prozente, die da drunter stehen, mal 16, ergibt dann 10,65. Das kommt aus dieser Fraktion. Und dann haben wir auch die Alliance des erhobenen Klerus. Die sind ein bisschen weniger zufrieden. Und warum sie weniger zufrieden sind, das können wir uns jetzt mal angucken. Es gibt ja auch diese Forderung, da bin ich jetzt auch gar nicht drauf eingegangen. Fangen wir mal bei der NAP Unity Block an. Dort haben wir nämlich alle blauen Punkte hier oder türkisen Punkte sind erfüllte Forderungen und rote Punkte sind nicht erfüllte Forderungen. Und sie möchten, dass es, also deren Forderung ist, dass der Pharao von unserer Spezies kommt, das haben wir erfüllt. Sie sind alleine stark, das heißt, wir möchten in keiner Föderation sein, sind wir nicht. Wir sollen dafür sorgen, dass Xenos, also Aliens, keine Rechte haben. Das ist bei uns so. Wir wollen keine Immigration haben, also kein Immigrationsabkommen haben wir nicht. Wir haben Dominanzbehauptung nicht erfüllt. Die Kriegserklärung gegen ein oder mehrere Xenoreiche sorgt für Zustimmung. Das heißt, wenn wir jetzt Krieg gegen die Urukai erklären würden, würden wir auch diesen Punkt hier erfüllen. Dann hätten wir eine hundertprozentige Zustimmung bei der größten Fraktion und würden noch ein bisschen mehr Unity kriegen. Und so könnte man halt noch ein bisschen mehr min-maxen. Bei 16 Pops noch nicht ganz so wichtig, aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir hätten hier 100 Pops in dieser Fraktion, dann könnte man da schon einiges an Einigkeit verdienen.
Und warum mag die Alliance des erhabenen Klerus es uns nicht? Denn dort haben wir zwei Sachen, die nicht passen. Sie mögen leere Hüllen nicht. Das Ersetzen organischen Lebens durch Roboter sorgt für Missfallen. Das liegt daran, dass wir spiritualistisch sind, beziehungsweise fanatisch spiritualistisch. Und ganz ehrlich, das können wir sogar gleich ändern. Das werden wir gleich ändern. Wir wollen deren Zustimmung haben. Wir wollen mehr Unity auch von denen. Das heißt, wir geben denen das, was sie wollen. Dann werden wir nicht nur minus 5% Fraktionszustimmung kriegen, sondern wahrscheinlich sogar plus 5%, also ein Shift von 10%, also von 60 auf 70%. Mehr Zufriedenheit, mehr Einigkeit, mehr Produktion auf unserem Planeten, mehr Gut. Frommer Staat, die ja, spiritualistische Werte in der Regierungsethik, das haben wir. Das Betreten jeglicher tote Welt sorgt für Missfallen, okay, das lassen wir. Zionische Verfolgung, die Annahme des Aufstiegsvorteils Verstand über Materie, frage ich mich gerade. Achso, sie wären dagegen, wenn wir es machen. Aber wir machen es nicht, deswegen ist sie bei 0%. Also, sie sagen nur, nee, mach das mal lieber nicht. Und Homogenität, 25% sind spiritualistisch, das haben wir geschafft. Okay, aber jetzt geht es darum, die leeren Hüllen zu befriedigen. Das Problem ist, wir haben nur erlaubt. Wir haben Roboterarbeit erlaubt unter unseren Richtlinien. Und das könnten wir jetzt ändern. Wir haben eh keine Roboter. Also warum sollten wir es nicht verbieten, zumindest fürs Erste? Roboterarbeiter sind jetzt erlaubt. Wir stellen sie auf geächtet. Das dürfen wir 10 Jahre lang nicht ändern, aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren werden wir sowieso keine Roboterbewohner haben. Und ob wir überhaupt jemals welche haben bei fanatisch spiritualistisch, weiß ich nicht. Es würde schon passen in die Menschheitsgeschichte, wenn wir sozusagen uns den Menschen angucken und mal ehrlich sind und uns mal anschauen, wie es jetzt läuft. Würde es zu den alten Ägyptern passen? Oder würden sie eher auf Sklaven setzen, anstatt auf Roboter? Oder würden sie Roboter eher als Sklavenersatz sehen? Da können wir uns Gedanken drüber machen. Könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben, ob wir irgendwann mal Roboter haben wollen oder nicht. Ich denke, jetzt haben wir es erstmal verboten. Jetzt können wir uns die Fraktion nochmal angucken. Und ich drücke jetzt auch, ich brauche gar nicht auf Play drücken. Wir haben die minus 5% direkt weg. Wir haben plus 5 dazu gekriegt. Es ist kein positiver Punkt dazu gekommen, leider. Aber egal, 65% ist ja auch nicht verkehrt. Nehmen wir. Und damit habe ich hoffentlich alles zu Fraktionen erzählt. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer in die Kommentare schreiben. Erstmal ist jetzt hier das Rennen gegen die Urukai wichtig. Gleichzeitig wäre auch wichtig, dass wir endlich anfangen, mehr Legierung zu produzieren. Aber ich möchte auch nicht weniger Forschung haben. Und im Endeffekt läuft es wieder darauf hinaus, dass wir hier wirklich schnell eine Sternbasis bauen sollten. Deren Schiff kommt gerade und will ja auch eine Sternbasis bauen. Wir sind aber schon zu 32% fertig. Das heißt, dieses System wird uns gehören. Und die Urukai können weggehen, sag ich mal. Oh, direkt eine eigene Übertragung. Das ist noch von dem letzten Event, was ich eben hatte, wahrscheinlich. Dass wir jetzt ja mit diesen, mit den Aliens, mit den Hirnparasiten reden. Dann nehmen wir das jetzt auch noch mit. Ich repräsentiere League von Utak. Unser erwählten Anführer, Generalkommissar Habal, hofft auf friedliche Beziehungen zu eurem Volk. Ihr könnt euch aber auch sicher sein, dass wir unsere Lebensart sehr gut verteidigen können. Militaristisch, fanatisch egalitär. Das passt gar nicht zu uns. Also zu unserer Sklavenwelt. Das sind die mit den Hirnparasiten. Ich sag, ihr beschreitet den Weg der Ketzer, Alien-Abschaum. Auf jeden Fall. Und wo ist dieses Reich? Das würde mich interessieren. Tauchen sie jetzt hier irgendwo auf? Hier oben. Okay, wir haben noch eine Erkundung. Achso, wir haben jetzt so und so viele Lebens... hier, wie heißt das? Potenziell bewohnbare Welten abgeschlossen. Dann kommt dieses Event hier. Ich lese es einmal vor. Durch unsere Erkundung nach bewohnbaren Welten haben unsere Biologen eine riesige Datenmenge über Alien-Lebensformen gesammelt. Viele unserer älteren Theorien über die Entstehung des Lebens haben sich als falsch erwiesen. Unsere wissenschaftliche Gemeinschaft sah sich gezwungen, komplett neue Modelle zu erstellen. Unsere interessantesten Funde werden im neu eröffneten Museum für Exobiologie auf Erde ausgestellt. Die Öffentlichkeit ist begeistert und hat viel Geld gespendet, um bei zukünftigen Suchen nach merkwürdigen Lebensformen zu helfen. Hervorragend. Beendet die Ereigniskette Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir haben Sozialforschung und Energiequellen bekommen. Perfekt, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns nochmal hier an. Wir haben hier oben diese League of Utah kennengelernt. Wir mögen uns nicht. Und ich würde gerne den einen von den Urukai dahin schicken zum wie heißt das? Zum Spionagenetzwerk aufbauen. Und dann können wir auch demnächst mal, wahrscheinlich in der nächsten Episode oder in der nächsten Episode, können wir uns mal angucken, was das Spionagenetzwerk eigentlich genau ist. Was ist dieses Fenster? Es ist auch mit einem DLC gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur mit DLC erhältlich ist oder ob das ein gratis Teil des DLCs war. Aber ich glaube, es war das DLC, wo man die Krise werden konnte. Aber ich weiß nicht mehr, wie das DLC hieß.
Kann ich gerade nicht mehr sagen. Ist es hier irgendwo? Kann ich hier auch nicht angucken, ne? Nee. Gucke ich zur nächsten Episode, wenn ich dran denke, nach, wie das DLC hieß. Auf jeden Fall Spionage auch noch ein großes Thema, worüber wir reden können. Und ja, jetzt haben wir schon in dieser Folge zwei feindliche, oder naja, für uns aus unserer Sicht gesehen, feindliche Spezies entdeckt. Und die Urukai machen mir ein bisschen Sorge tatsächlich. Wir haben eine ziemlich starke Flotte. Und ich denke, wir sollten unbedingt drüber nachdenken, die Stirnbasis hier auszubauen. Oder hier hinten erst. Aber ich glaube, der hier ist wichtiger. Den könnte, ja. Mir gefällt nicht, dass sie hier rumgehen könnten und sozusagen von hinten angreifen. Aber egal, wir nehmen den hier auf jeden Fall mit. Dann frage ich mich, wo noch? Hier hätte ich gern noch einen, wenn wir es rechtzeitig schaffen. Soll es jetzt hier hin und Sternbasis bauen? Hier hätte ich dann auch gerne noch eine Stern. Genau, hier hätte ich gerne eine Sternbasis. Das wäre perfekt. Also hier bauen wir eine und wahrscheinlich hier oder im Sirius-System. Sehen wir dann. Wir haben auf jeden Fall ein Problem, dass wir zu wenig Legierung haben. Das sind auf jeden Fall alles Sachen für die nächste Episode, würde ich sagen. Und ich denke, in dieser Episode ist ziemlich viel passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis jetzt ist die Serie sehr, sehr, sehr gut angekommen. Gefällt mir sehr, dass ihr scheinbar Bock auf Stellaris habt, denn ich habe extrem Bock auf Stellaris. Und ja, lasst mir ein paar Likes da. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch genauso viel Bock habt auf das neue DLC First Contact wie ich. Ob ihr Bock habt, dass ich das spiele. Gebt mir Kommentare zu all den Sachen, die ich erklärt habe. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, ich würde es gerne nochmal erklären. Oder auch, falls ich was falsch erklärt habe, das kann sehr, sehr gut sein. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ja, für Kritik bin ich auch immer offen. Auf jeden Fall schaltet wieder ein und ich sage bis dahin, euer Mische. We emerge out of these hollow shells. An eternity awaiting us. Embrace of the end has shown us what lies beyond the void. Join us.